Der Wild Wings Postgame Pressetalk wird präsentiert von Karl Storz Endoskope. Herzlich willkommen aus dem Schwarzwaldstüble. Das ist die Pressekonferenz nach Penny DL Spieltag 52 und dem Duell zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Eisbären Berlin. Endstand vor 3.465 Zuschauern, 4:6 für die Gäste aus der Hauptstadt. Ich begrüße hier vorne neben mir in gewohnter Form beide Cheftrainer. Zu meiner Rechten das heutige Geburtstagskind, Happy Birthday, Serge Aubin. Und zu meiner Linken, wie immer, Wild Wings Head Coach, Harry Kreis. Wir beginnen auch heute mit den Trainer-Statements. Der Gast zuerst, Serge, yeah, please sum up the game for us and congrats on the W. Yeah, thank you. One of those games where I'm pretty sure both coach, we didn't like it very much, but obviously very happy about the win. I thought we came out okay into this hockey game. Got some early goals. We were able to build a 3-0 lead there. Playing pretty solid, and then obviously that late goal kind of set us back a little bit at the end of the first period. So I thought Schwenningen was the better team in the second period. They were playing with pace and with poise, and you know we just had no answer. But I got to give it to the guys. The third period, I thought we were pretty solid overall, and then somehow we found a way to get the lead. And, got a couple, well, definitely one big goal on our penalty kill there that made it 6-4. And, that's just one of those games where, like I said, as coaches, way too many mistakes for our liking. But, we'll take it. And, it's a good win. Thank you, Coach. Ja, also gesagt, kein Spiel, das die Trainer mögen, weil er auf beiden Seiten zu viele Fehler gesehen hat. Nichtsdestotrotz ist er das Spiel nochmal durchgegangen. Er ist glücklich über den Sieg, keine Frage. Sie sind gut ins Spiel gekommen, mit einer 3-0-Führung dann auch sich belohnt. Dann kam Schwenningen spät ja mit dem Anschlusstreffer im ersten Drittel zurück. Und dann hat er gesagt, Schwenningen war die bessere Mannschaft im Mitteldrittel. Die haben mit sehr viel Leidenschaft und Energie gespielt. Aber dann hat er seinen Jungs auch wieder Kredit gezollt oder Respekt gezollt für die Leistung im dritten Abschnitt, denn da sind sie nochmal zurückgekommen und konnten dann eben, ja, er hat gesagt, es waren zwei, aber vor allen Dingen das Shorthanded-Tor, das in Tor in Unterzahl zum 6-4 dann hat richtig, richtig gut getan und dann letztlich ja das Spiel entschieden. Harry, wie fällt dein Fazit aus? Ja, guten Abend zusammen. Serge, Gratulation zum Sieg und auch zum Geburtstag. Ja, wir haben uns vorgenommen, kämpferisch, läuferisch, und die Räume eng machen, gegen Berlin zu starten. Und im zweiten Drittel sind wir dann gestartet. Im ersten Drittel hat man das überhaupt nicht gesehen. Wir waren nur rumgestanden und haben die Berliner beim Spielen zugesehen. Fehler gemacht, wie Serge gesagt hat. Und Fehler passieren meistens, wenn man einfach nicht die Intensität oder auch die Bereitschaft hat, eben so ein Spiel anzunehmen. Wir wussten, dass Berlin hart kommt nach dem Spiel in Bietigheim, aber wir konnten das im ersten Drittel nicht stoppen und auch nichts dagegen bieten. Das Tor kurz vor Ende hat uns vielleicht ein bisschen Zündung gegeben, weil ab dem zweiten Drittel haben wir dann gespielt, wie wir eigentlich spielen sollen. Und da haben wir es dann schwierig für Berlin gemacht, Tempo, Schwung und Momentum zu gewinnen. Das letzte Drittel fand ich das fünfte Tor. Das war ähnlich wie das erste. Das war ein unnötiger Scheibenverlust in der Defensivzone. War nicht notwendig. Und Berlin, was die sehr gut machen, ist, die Verteidiger bringen die Scheiben Richtung Tor, aufs Tor. Und heute sind mehrere Scheiben abgefälscht worden. Und letztendlich dann eben das Powerplay-Tor. Da sind wir schon am Drücken, am Pressen. Aber insgesamt war das jetzt von unserer Sicht aus kein gutes Spiel. Danke. Danke auch dir, Harry. Wir öffnen die Frage für die anwesenden Medienvertreter. Tina Fröhlich vom Südkurier hat schon zugegriffen. Deine Frage bitte. Harry, du bist sonst eigentlich kein Freund von großen Reihenumstellungen. Kannst du uns bitte erklären, warum du ausgerechnet vor so einem wichtigen Spiel die Sturmreihen derart umgestellt hast? Ja, wir haben die letzten zwei Spiele verloren, meines Wissens. Und die Leistung oder die Bereitschaft, hart zu arbeiten, hat nichts mit der Zusammenstellung der Reihen zu tun.
Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich fand die Reihe mit Spink und Brandon hat gut agiert. Es geht darum, von unseren Leistungsträgern ein bisschen mehr rauszukitzeln. Und manchmal ist es einfach auch eine andere Zusammenstellung. Heute fand ich, dass Brandon einen sehr guten Beitrag in der Offensive geleistet hat, sehr stark vor dem Tor. Die Spinkies sind auch geduldig genug, um die Scheibe zu halten. Und jetzt auch mit Mitch und Kadeschun und Mix, da haben wir auch erwartet, dass da was spielerisch kommt. Ab dem zweiten Drittel fand ich, war das auch so. Aber eine Umstellung hat mit Arbeitseinsatz überhaupt nichts zu tun. Danke, Harry. Gibt es weitere Fragen? Michael Bundesmann vom Schwarzwälder Boten macht weiter. Harry, hast du eine Erklärung für diese Anfangsdrittel, die sie in Nürnberg war und auch gegen Ingolstadt heute fortgesetzt? Gibt es aus deiner Sicht eine Erklärung? Ja, also wir bereiten uns nicht anders vor als in der Vergangenheit, als Mannschaft. Ich habe es ja schon mal gesagt, jeder Spieler hat selber die Verantwortung, sich für das Spiel vorzubereiten. Das ist einfach so. Also insofern, nein, ich habe keine Antwort. Aber ich werde mir sicher was anderes überlegen, um vielleicht da eine gewisse Routine der Mannschaft umzustellen. Muss ich mir überlegen, aber es ist jetzt das dritte Spiel hintereinander. Also es ist ja nicht eine Sache, die uns der ganze Saison begleitet. Und ja, letztendlich ist das auch eine Sache, die, ich sage jetzt mal, in der Kabine auch geklärt wird. Danke, Harry. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Ich verweise ganz kurz auf die beiden nächsten Spiele der Mannschaften. Berlin am Freitag zu Hause gegen Frankfurt und die Wild Wings an selber Stelle hier in der Helios Arena gegen die Augsburger Panther. Serge, thank you. Danke. Safe and pleasant journey home. Harry, auch dir. Vielen Dank. Schönen Abend und bis Freitag. Servus. Danke.